Mein Name ist Gerhard Lauer, ich bin Professor für Digital Humanities an der Universität Basel. Wer liest wo und auf welche Weise eigentlich im digitalen Zeitalter? Dieser Frage geht mein Vortrag nach. Ich versuche zu zeigen, dass nicht eine völlig andere Literatur entstanden ist im digitalen Zeitalter. Im Gegenteil, viele Formen sind sich ziemlich ähnlich geblieben. Was sich aber ändert, ist das digitale Teilen von Literatur, das Sprechen und das intensive Identifizieren mit Literatur. Literatur zählt zu unserem digitalen Leben sehr eng dazu. Wo das alles stattfindet, das zeigt mein Vortrag.